Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Forza Horizon 4. Wir haben heute hier den Audi RS4 B5 mit am Start. Ich wollte eigentlich in dieser Ausgabe gar kein Audi bringen, aber als ich dann so durch die Autos durchgeswappt bin, weil ich habe mir gedacht, schau's einfach mal durchs Autohaus durch, welchen Wagen du dir jetzt für diese Folge gönnst. Und als ich an dem vorbeigeswitcht bin, da ging einfach die Taste nicht mehr. Ich wollte unbedingt das Auto haben, deswegen haben wir hier den Wagen und wir werden den heute auf ganz, ganz spezielle Weise aufbauen, denn der Wagen ist, ja, wir haben es ja schon mal in der Folge gehabt, irgendwo was ganz Spezielles. Es ist das erste wirklich leistungsstarke Auto, in dem ich drin gesessen bin, bei dem ich mitgefahren bin. Ich kann mich noch erinnern, hier drüben bin ich gesessen, habe mich da bei den Sitzen festgeklammert, habe das Carbon, hat mich richtig fasziniert und ich hatte richtig Angst. Das muss ich zugeben, also auf dem Beifahrersitz hatte ich damals auch Angst, weil ich einfach die Leistung nicht gewohnt war, aber das Ding hat damals mehr oder weniger meine Autofaszination gezeigt oder herbeigerufen und deswegen finde ich, ist das Auto auch irgendwo für mich ganz was Besonderes. Hier hinten die Rückbank, jetzt darf ich endlich mal reinsitzen, die war immer tabu eigentlich, also die war immer, da lag gar nichts, die war immer sauber, da hat man auf den Ledern nicht einmal, glaube ich, ja, eine Jeans gesessen oder so, also wirklich brutal, da lag maximal eine Audi-Jacke drin und das war's dann. Hinten der Kofferraum auch richtig schön. Und der Wagen, der wird heute von uns dementsprechend verfeinert. Und zwar auf eine Art, wie ich den Wagen bis jetzt noch nicht aufgebaut habe. Wenn wir hier nach Auto sortieren, haben wir hier nochmal einen. Der ist auf S1. S1 ist mir aber nicht genug. Das Ding muss nach vorne marschieren bis zum geht nicht mehr. Deswegen wird das jetzt hier ein grandioser Vollaufbau. Gut, was können wir hier einbauen? Wir können vom V6 auf den V8 switchen. Das sind halt mal von 280 auf 380 kW. Die Newtonmeter werden besser, der Motor wird leichter. Das wäre natürlich eine Option. Aber das Ding hat einen V6 Biturbo-Motor. Das reicht im Normalfall. Da müsste man normalerweise schon was Geiles bei rauskriegen. Und deswegen werden wir den heute mal so ein bisschen nach unserer Art und Weise aufbauen. Er bekommt natürlich hier schöne Rennreifen drauf. Felgen schauen wir gleich noch, was drauf kommt. Er bekommt auf jeden Fall mal hier ordentlich ein Getriebe verballert. An sich steht hier was drauf. Ne, sind nur schwarze Bremsklötze. Ja, da kommen schon die großen rein. So tief wird er später. Nur, dass er jetzt hier kein Driftfahrwerk bekommt. Nicht so wie der DTRS. Nein, der bekommt ein echtes Fahrwerk. Also kein Driftfahrwerk, sondern ein Rennfahrwerk. So, wir sind jetzt schon mal hier bei 1267 Kilogramm angekommen. Das heißt, wir haben schon mal schön abgespeckt. Das ist wichtig jetzt heute hier. Wir müssen Gewicht sparen. Bis auf Motor. Motor wird Vollaufbau. Er wird auch dann bis 6,4 oder so drehen. 7,4, sorry. Das dürfte sich normalerweise schon ausgehen, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, ist sogar mehr. Sind sogar über 7,4. Schauen wir mal, ob die Leistung ausreicht oder ob wir wirklich einen Motorswap machen müssen. Ich hoffe es mal nicht. So ehrlich bin ich. Jetzt ist halt die Frage, welche Felgen setzen wir drauf? Da würden so einige, glaube ich, passen. Die könnte man jetzt auch nehmen, wenn man außen den Kranz nicht mehr gelb macht, sondern andersfarbig. KMC Wheels ist auch eine neue Marke, die mit drin ist. Motec Racing würden auch eigentlich drauf passen. Die kann man ja umlackieren. Das ist ja nicht das Problem hier. Ich finde, auf dem Auto hier gehören schon Felgen drauf, die ein bisschen konkav sind. Die passen irgendwie so gar nicht. Die passen ja schon irgendwie. Ich
Ich glaube, ich habe meine Favoriten hier gefunden. Komm, die werden's. Die sind schön konkav. Die passen. Natürlich jetzt hier noch in 20 Zoll. Dann installieren wir das Ganze. Wir kaufen das Ganze. Und dann würde ich sagen, kommt da noch designmäßig ein bisschen was drauf. Denn ja, so ganz Stock können wir ja nicht rumfahren. Das geht ja nicht. Deswegen Design und Lackierung erstmal, bevor dass wir hier ins Design gehen. Jetzt sind wir rausgegangen. Das ist natürlich auch falsch. Und es wird schon wieder hell. Das ist doch schön. Ich bin jetzt, hab das nämlich gleich in Anschluss auf die gestrige Folge aufgenommen. Somit, ja, wisst ihr, wann ich aufgehört habe? Das war mitten in der Nacht. Jetzt ist wieder hell. So muss das sein. So, Upgrades, Tuning. Hier auf Tuning, dann nehmen wir mal ein bisschen Reifendruck raus. Wir stellen die Räder an in 2,5 und 1,8. Das Ding kommt ganz nieder. Und auf jeden Fall weiche eine Stabis. Ah, das passt so von der Topspeed her, das lassen wir so. Warte mal, hier noch Differential. Wir wollen die maximale Beschleunigung haben, also 3,8. Gut, das scheppert jetzt halt nicht weg, die Beschleunigung. Da müssen wir erstmal schauen, ob das dann wirklich so bleibt. Aber eins, was wirklich bleibt, ist die Felgen und die Fahrzeugtiefe. Das heißt, jetzt können wir hier mal richtig an den Lack gehen. Jetzt schauen wir hier, wie wir den Wagen lackieren. An sich, das Silber wäre ja geil. Ah, ich sehe schon, das Ding braucht mehr Sturz. Das sieht so ein bisschen zu brav aus. Die Farbe ist geil. Das Rot ist natürlich auch richtig geil und scheppert auch richtig bei dem Auto hier. Immer noch gelb, keine Frage, aber das ist der andere schon. Hier das Blau hat auch was, das Grün auch, aber das Schwarz wird es. Warum wird es das Schwarz? Weil eben das Auto von meinem Onkel auch schwarz war und da kann man dann ruhig mit der Zeit gehen. Ich weiß zwar nicht mehr, welche Felgen er drauf hatte, aber es werden in dem Fall jetzt hier gebürstet Aluminium. Eigentlich steht er schon gut im Fett, was den Sturz angeht. Warum gebürstetes Aluminium? Dann passt es nämlich hier rüber zusammen, weil das ganze Auto hat im Endeffekt gebürstetes Aluminium. Wobei hier die Leisten sind nicht ganz so nachgezogen. Also die sind eigentlich auch gebürstet gewesen. Zumindest was ich von Philipp Kaser weiß. Der hat ja eine RS4 Limo gebaut. Für aktuelles Auto speichern, das machen wir natürlich an dieser Stelle. Hui. Und dann gehen wir mal auf die Pirsch und schauen mal, was kann das Auto wirklich so an Leistung abrufen? Oder muss da doch ein V8 runter? Puh, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Die Felgen finde ich passen prima drauf. Der Dampf ist da schon zu Hause beim V6 Biturbo. Aber ich finde, da könnte ein bisschen mehr rein. Wir fahren jetzt aber auf jeden Fall mal so zum nächsten Haus. Da werden wir eine schöne Bergpassage auch mitnehmen, finde ich. Das würde gut passen, dass wir da hinten über die Hügel drüber fahren. Zum nächsten Haus, da werden wir dann den V8 einbauen und diesen dann Biturbo aufladen und auch richtig ordentlich aufbauen. Bei 300 Sachen sind dann jetzt auch schon keine schwachen Klamotten mehr.
Und quer geht er denn noch? Boah. Ist schwierig. Ich glaube, im Normalfall würde er keine Leistung mehr benötigen. Ich will aber mehr. Das ist das Problem. Wenn man einmal Leistung hat, will man immer mehr. Das war die Steinmauer. Das war der Baum und ich dachte, es geht sich jetzt dieses Mal wenigstens aus. Dass wir dazwischen durchkommen. Oh, wir sind ja in Richtung Stadt unterwegs. Ich bin ja falsch abgebogen. Bin ich jetzt gefahren? Hier hinter, hier. Hier hätte ich ihn nicht abbiegen dürfen. Okay, machen wir anders. Wir setzen uns einfach mal schnell hier hin. Weil ich denke mir jetzt schon, warum kommt hier eine Brücke? Das habe ich doch gar nicht so in Erinnerung, die Strecke, die ich hier eigentlich abfahren will. Ich will nämlich nachher, dass der Tacho mehr oder weniger einen Sprung macht. Und das nicht auf 10 km/h, sondern gleich mal auf 40 hoch oder so. Das war so das Ziel. Und ja, dementsprechend muss hier ein anderer Motor rein, weil das reicht jetzt in dem Fall nicht. Du hast dein Ziel erreicht. 174 Klamotten mit dem Ding hier durch die Blitzerzone ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Hier durch die Stammmauer können wir auch fahren. Der Wagen ist wirklich ein Allrounder. Hier jetzt auch mitten durch die Leitplanken. Hier hinten sehen wir sogar noch Schnee. Hier ist teilweise noch Wasser, noch Schmelzwasser. Oh, geht schon gut vorwärts hier. Oh, wir sind am Haus vorbei. Vor lauter hier die Kurve andriften. Egal, driften wir nochmal hoch hier. Oh, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Dann gehen wir rein und bauen das Ganze mal um auf V8. Und dann schauen wir mal, was das Ding für eine Leistung dort herausholt. So. Fuhrpark. Upgrades. Individuelle Upgrades. Und jetzt wird es teuer. So, Motorswap kostet nämlich hier nur Rise. Okay, das wundert mich jetzt. 25.000 für einen V8. Okay, 26.000 für V8 Biturbo. Das ist eigentlich etwas, was mich gerade nicht schockiert. Das hätte ich mir brutaler vorgestellt. Aber jetzt kommt halt das, was richtig scheppern wird. Wir waren jetzt nämlich bei derselben Leistung wie beim V6 Vollaufbau. Drehen tun wir circa gleich weit. Haben jetzt aber über 700 kW. Schaffen wir 394 km/h Spitze. Und die kW steigen noch. Wir haben jetzt sage und schreibe 749 kW und 1166 Newtonmeter. Das ist viel. Das ist viel. Sind dabei auch noch leichter als der V6 Biturbo und haben nochmal sage und schreibe 247 kW mehr. Also, boah. Das ist jetzt echt nicht mehr wenig. So, wir gehen jetzt nochmal rein in Tuning. Wir schauen jetzt mal bei der Übersetzung. km/h Spitze im Audi RS4 B5. Das finde ich geil. Komm.
Der Klang ist jetzt natürlich ein anderer. Aber ich würde sagen, es klingt für ein RS4 auch nicht verkehrt. Ja, genau das wollte ich. Habt ihr das am Dacho gesehen? Klar gehen die Räder durch, aber es ist trotzdem mega geil. Bis über 100. Alter, ist das geil. Alter, geht das vorwärts. Das Geile ist, der Dacho geht genau bis Anschlag. Du hast dein Ziel erreicht. Also von der Nadel her. Klar, geschwindigkeitsmäßig sind wir drüber. Das weiß ich selbst. Aber von der bei nächster Gelegenheit wenden. Drehzahlnadel her geht es genau bis Anschlag. Hier bin ich immer noch der Meinung, dass hier irgendeine Story dazu kommt. Einmal von außen das ganze Spektakel. Bis 113 geht die ganze Geschichte. Und das Krasse ist, da geht natürlich auch die 113, die der erste Gang vorwärts geht, geht natürlich auch der erste Gang rückwärts. Das heißt, das Ding geht schon auch rückwärts ordentlich vom Fleck. Und jetzt erstmal in Richtung Tunnel ballern. Wow! Aber gut, es hätte schlimmer ausgehen können. Das hätte bei Gott schlimmer ausgehen können. Und schauen wir mal, wie weit der digitale Dacho geht. Mit 310 ist beim analogen Schluss. Geht ein bisschen drüber, 320 vielleicht. Dann sieht man mal wieder Motor, der V8 Biturbo. Oben raus auch noch marschiert. Also bei 320, wie gesagt, bleibt der normale Dacho stehen. Dann sind wir bei 360, 370, 380. Oh, das ist schon wieder die Scheißkurve. Einmal Abflug in die Botanik. Ich will was Gewisses versuchen. So, jetzt einmal hier gerade hinstellen. Einmal im Tunnel das Ganze von außen. Und dann von innen. Der Klang im Tunnel ist schon geil.
Hier nochmal, dass man die Nadel schön groß zieht. Und wir können ja mal hier komplett aus dem Stand. Was aber am Ende des kurzen Tunnels drauf. Und mit dieser Zahl verabschiede ich mich aus der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, euch hat das mal gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Und der merkt auch ein bisschen besser quer gehen. Und mit diesem wunderschönen Drifter durch den Kreisverkehr verabschiede ich mich für heute. Wenn es dir gefallen hat, lasst auch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung da. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.